Hallo YouTubers, herzlich willkommen zu Folge 90 von Let's Play Star Wars Fracking Universe Staffel 4. Wir sind noch immer bei dem lustigen Teil des Lebens. Können wir bitte von Rot nach Blau? Von Rot nach Blau. Was fehlt hier? Oh. Ich sehe schon. Das war doof. Wer hat den jetzt weggegrabt? Wer war hier schneller als ich? Kann ja nur der hier sein. Kommst du mal her. Ihr sollt doch nur... Oh, Mann, das geht jetzt schon auf den Erker. Das muss auf der rechten Seite das korrigieren, weil der Abstand nicht gleichermaßen ist. Na, aber was habe ich gerade eben gesagt? Wir müssen den Abstand korrigieren. Da gehen uns die Grabber aus und wir müssen die alle in den Grabbern suchen. Also werden wir hinten mit Sicherheit irgendwelche Grabber dann finden im System. Hm. Muss sein, Jutamis. Muss sein. Also Corona reden wir jetzt nicht weiter. Das ist mir gerade etwas zu anstrengend. Zwecks Konzentration. Fenster baue ich jetzt auch keine rein, ist mir zu blöd. Soll auch nur was wachsen und gut ist. Ich will Produktion. Ich will Massenseeds und Massengene und Massen. Ihr wisst schon. Ich glaube, ich baue ein paar Advanced Xenolabs. Bis zum Umfallen. Dafür brauchen wir AI-Chips und das. Ja, dann werden wir halt im Massenvorrat Morphid herstellen. Auch kein Problem. Morphid, nicht Morphium. Ich weiß ja nicht, wovon ihr schon wieder träumt. Ihr hasst mich. So, und jetzt wieder runter. Und dann die ganze Sprungorgie von vorn. Quatsch. Nicht einmal falsch haben. So, Tee. Danke. Wieso fehlt hier jetzt was? Achso, da haben wir gar keinen hingesetzt. Das ist auch eine gewisse Form von Konsequenz. Erstmal von links nach rechts, würde ich sagen. Das geht schneller. Blau und von rot nach. Stehen die immer noch zu nah dran? Kann das sein? Ich muss mal kurz gucken jetzt hier. Grabber. Du hast nur die zwei, genau. Genau. Und du bist da bloß falsch verkabelt. T. Von dem roten in das blaue. Dankeschön, jetzt haben wir es. Roten in das blaue. Von dem roten in das blaue. Immer schön schräg. Das sollten wir doch hinkriegen. Schräge Sachen haben wir noch hier drauf in der Staffel. Mehr als genug. Richtig, ja. Ach gut, habe ich es am Ende dieser Folge, ist das hier alles konfiguriert und funktioniert und dann sind wir alle glücklich. Kommt zwar noch nichts mehr raus, erst zum Beginn der nächsten Folge, nehme ich an. Es sei denn, ich überziehe hier mal wieder gnadenlos. Zumal wir noch nicht wissen, was wir hier einbauen, ne? Nein. Mais oder so, weiß da keiner. Ja, und wir werden auch Mais, Korn, Kaffee und was weiß ich hier natürlich machen, was sonst. Das werden ja sowieso einige der ersten Pflanzen sein. Die ja dann schön wachsen. Damit es auch schön aussieht. Ich habe gesagt, ich will das abdunkeln, ne? Im Dunkeln sieht es immer viel schöner aus. Ich weiß, im Dunkeln sind alle Katzen grau. Mhm. Wenn ihr meint. So. Jetzt nur aufpassen. Eins. Zack. Zack. Vorsichtig. Und ja, da sind auch noch Item-Transfer-Devices, die wir verkabeln müssen. Das habt ihr gut gesehen. Ihr seid voll auf der Höhe. Wenn ich jetzt hier irgendwas falsch verkabel, drehe ich durch. Ist der Carver, funktionieren die so, wie wir das wollen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe schon von aus. Wir werden es früh genug erfahren. Wenn das hier nicht klappt, ich glaube, dann falle ich in Ohnmacht. Wer sagt immer so eine Sprüche? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch nie in Ohnmacht gefallen. Meines Wissens. Außer ich habe es nicht mitgekriegt. Im Allgemeinen ist man bei Ohnmacht ja bewusstlos. Insofern ist das immer schwierig zu sagen. Dann bräuchte ein anderer, die es einem das sagen. Da, 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 da.
So, die Dinger sind an. Jetzt geht's weiter. Wofür haben wir die Dinger hier oben eigentlich gebraucht? Um dem zu sagen, dass er das von hier in die Kühlschranke stopfen soll. Und zwar aus Slot, jetzt müssen wir überlegen, wenn das die Dreier sind, da ist Slot 2 logischerweise. Von hier, Slot 2, nach da. Und 1 wird immer gefüttert. Sobald 1, also nochmal 3 nach. Ne? Wir sammeln, grabben, was hier abgeschossen wird. Ernten, anpflanzen, abschießen. Grabben, hier rüber schicken. Verschicken. Egal, ohne Einstellung. Nach da. Der Stackhaver soll das in 2 Teile teilen. Der eine Teil geht hier hoch, Teil 2. Ne? 2 geht hier rein. Egal wohin. Der andere Teil geht hier runter, Teil 3. Und wird in die Rewires darüber gelenkt. In eine riesengroße, was auch immer, Kiste. Cargo Crate oder was weiß ich. Weil da werden so viele drin landen, dass zeitgleich das Ding dermaßen überfüllt wird. Deswegen habe ich schon Befürchtung, dass das mit den Repeater-Wiren von den verschiedenen Dingern gar nicht funktionieren wird. Aber in der Vergangenheit haben wir das auch schon ein paar Mal sowas gemacht. Also müsste es klappen. Nochmal, immer Input Slot 2. Also, von hier nach da. Richtig? Und die müssen wir dann in Terminals anschließen. Und Slot 2 habe ich gesagt. War das 2? Ich gucke nochmal. Ja, also ist hier 2. Genau, zack. Und weiter geht die Fahrt. Bitte schön, nein. Input Slot 2. Zack. Nein, nicht Foodlogger nach hier oben. Input Slot 2 haben wir. Gut. Und weiter hoch. Input Slot immer erst die Zahl machen. Zack. Und dann wiren. Von hier nach. Input Slot 2, zack. Und von hier nach da. Jetzt seht ihr mal, wozu sowas, wenn das Ding läuft hier, ne? Das wird dermaßen laggen. Input Slot 2, zack. Und von hier nach da. Input Slot, das machen wir jetzt noch 10, 12 Mal. 2, von. Also, wenn ihr euch einen Kaffee holen wollt, die Gelegenheit ist günstig. Ein paar Chips oder so. Schön. Nach da. Es gibt ja Leute, die machen dann Minecraft, diese ganzen EMC, was auch immer, dann Dinger und so, ne? Denkt mal dran, das ist genauso stumpfsinnig. Ist aber auch für eine große Ernte. Und dann gucken alle begeistert, was man mit der großen Ernte bauen kann. In unserem Fall wahrscheinlich eher nicht, weil ich wüsste nicht, wofür wir das hier brauchen, aber außer um Seeds zu machen und seltene Seeds zu haben und dann ein schönes Arboretum. Irgendwo um es zu haben. Dann können wir nämlich die Pflanzen, die wir haben wollen, jederzeit produzieren. Weil Gene und Co. und übrigens generell alle Lebensmittel sind dann nicht mehr das Problem. Weswegen ich ja ernsthaft überlege, diese Staffel hier noch schön in die Länge zu ziehen. Du hast ja nur vor, die Folgen... Nein, habe ich nicht. Aber ich sehe keinen Grund, eine neue Staffel anzufangen, solange es noch nichts gibt. So, und das ist schon... Man sieht schon gar nicht mehr, was man hier macht. Man macht es einfach nur noch. Gefühlt. Man ist, macht es aus der Gewohnheit heraus. So, 2, Dankeschön. Und ja, wir müssen die Dinger immer noch anderweitig verweilen. Da fehlt immer noch was. Wir sind noch nicht fertig, Utabis. Auch wenn sich das einige wünschen. Ich wollte gerade sagen, nochmal zum Kontrolle, ja. Die will schon wieder die falsche Zahl eintippen. Oder nicht aufgepasst haben mit der Tastatur oder so. Man weiß ja nie. Ich gucke nicht Tastatur und Bildschirm zeitgleich an. Hoch und runter, das geht dann irgendwann mal auf die Augen. War das jetzt richtig? Ja. Also von hier zack, nach da. Im Moment verkabeln wir und es leckt nicht, weil es hier nichts gibt. Sobald hier was angepflanzt wird. Gott bewahre. Also wir haben die Grabber, die Autodinger erstmal einbauen, damit das schon von vorne... Ne, das heißt eigentlich können wir erstmal anpflanzen, würde ich sagen. Ne? Würde Sinn machen. Genau, jetzt von hier. Aber die anpflanzen machen wir, können wir im Notfall immer noch in der nächsten Folge. Wie lange sind wir schon drauf? 9 Minuten, das geht noch. Das heißt, anpflanzen können wir danach noch immer erstmal die Dinger fertig hier. Die Technik an sich fertig. Weil die Grabber machen nichts, wenn nichts geerntet wird. Wäre schade um die Ernteausfälle. Interessiert kein Mensch. Nein, die hat nichts gehört. Das war nebenan. Wahrscheinlich wieder irgendeine Diamantenernte oder irgendwas Profanes. Ah. Ja, man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum er sowas macht, aber. Seht ihr, es gibt so viele Begriffe, Berufe, die den ganzen Tag so stumpfsinnig sind.
Warum geht jemand, der im Einzelhandel ist, am Ende Stardew Valley spielen oder Harvest Moon? Weil es halt nicht seine Arbeit ist und er das mit Vergnügen verbindet. Und auf merkwürdige und perfide Art und Weise ist das hier Vergnügen, weil ich etwas schaffe. Und seien wir ehrlich, etwas Kreatives schaffen, Abläufe, Prozesse zu strukturieren und so weiter, das ist schön. Das ist zwar noch keine echte Ingenieurskunst hier, aber immerhin braucht es auch eine gewisse mentale Logik, die natürlich im Gegensatz zum Ingenieurskunst hier definitiv nicht groß vorbereitet wurde. So, was brauchen wir jetzt noch? Also, wir sind darauf eingestellt, dass wir nur noch schießen und anpflanzen müssen und der Mist kommt rüber. Gut. Das Terminal brauchen wir noch. Oh Gott. Eins, zwei, drei, vier, fünf Cubes. Okay. Also in den dritten. Ist das eine gute Idee? Wollen wir da wirklich ein Terminal oder machen wir es ganz oben oder ganz unten? Ich habe keine Ahnung. Wir können es ja noch weiter wiren. Wenn wir jetzt hier unten ein Terminal hin wollen. Oder machen wir es doch oben haben? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich denke ganz oben, ne? Kann man durchkommen. Weil die Kühlschränke, da hält sich ja alles ewig 3 Tage. Also buchstäblich unendlich. Ja, wir brauchen mehr von den Harvester-Tablets, ganz offensichtlich. Achso, 5 mal 6, 30, ach du Schande. Das wird teuer. Machen wir hier ein Terminal ein und fertig. Brauchen wir eine hübsche Beleuchtung für das Terminal? Danke, wir haben es verstanden. Nicht meine Lieblingslichter, aber passt. Terminal, Terminal, Terminal. Passt wieder nicht. Ich hasse es. Ich hasse es ja sowas von. Egal. Und nun geht's los. Und so weit wird es nicht reichen. Also gehen wir so weit, wie es reicht, und das ist gut. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Okay, das mit den Terminals anschließend können wir vielleicht auch nochmal machen. Wie viele Wires? Achso, wir dürfen die Wires nicht miteinander verbinden, aber wir können grundsätzlich wiren. Also noch ein paar Wire hin, Repeater für die... Ich hasse euch. Jetzt brauchen wir natürlich noch 4 Repeater. Ich finde es fast, dass ich überhaupt gar keinen Fallschaden mehr nehme. Warum, weiß ich nicht. Raumstation. Gibt's halt keinen. Oh, danke. So, die 1000 Numbered müssen wir umhaben langsam. Ne, richtig? Ja. Oh, 21 Fiege. Wir kommen ja richtig vorwärts hier. Wir brauchen 4 Repeater. Wir brauchen keine 15. Was brauchen wir noch? Terminal haben wir. Wir brauchen weitere Wires und so dann später. Terminal haben wir noch ein anderes Ersatz. Finden gerade uns auf. Haben wir auch noch. Gut. Also brauchen wir jetzt die Harvester Beam ganz. Das können wir jetzt machen. Würdest du bitte loslassen? Danke. Dura-Stahl, so, ne? Ja, und das kriegen wir wieder von hier unten. Eigentlich brauchen wir nur die einfachen. Was brauchen wir dafür? Prototype bauen, ich hasse euch. Äh, 90, 180 Prototype. Haben wir jetzt Geld? Ich hätte erst gucken sollen, ich nicht gut. Eigentlich eine blöde Frage, natürlich haben wir noch 1 Million oder so, oder? Hm? 90, 180, egal. Wir haben es fertig.
muss da hinten echt mal einen Teleporter anbringen. Am untersten Ende. Was nehme ich den eigentlich? Ich kann eigentlich gleich. Nur zum nach oben gehen braucht man den eigentlich, oder? Da wäre mal so ein Mikrotube zum Hoch oder so nicht schlecht. Protosite bitte. Danke, reicht erstmal. Wo kommt der Gleiteffekt her? Jump, das ist. Achso, wegen oben durch, ja. Ich wollte gerade sagen. So. Wir können herstellen. 50, machen wir. Können wir noch ein paar, aber nicht jetzt. Wie viel haben wir hier eigentlich? Wir haben 9 Turrets. Oh Gott. Wo stellt denn die wieder her? Egal, irgendwo oben. Bitte stehen bleiben. Das ist der Millimeter wieder. Irgendwas mit Tourette. Proximity Scanner und wir brauchen A-Batterie. Ich hasse euch. Haben wir hier keinen drin, richtig? Nee, Proximity Scanner, nicht Sensor. Das sind die für die Türen. Richtig? Nur mal gucken. Mal sicher gehen. Braucht Proximity Scanner einen jeweils, genau. Also. Gut, dass wir den eingepflanzt haben. Komm her. Danke. Erklären können. Ja. Scheiß Fahrstuhl dauert mir einfach zu lange. P-R-O. Zack. Hier war es nicht. Das war bei den Dingen runter, ne? Und T1 reicht vollkommen. Und wir haben wie viele im Vorort? Nicht eine einzige, also machen wir jetzt die genau 30 Stück, die wir brauchen. Nein, wir machen genau 30 Stück. Das sind actually Pickup-Lens, ist mir schon klar. Oh Mann, ist das eine schwere Geburt. Ist das eine Capacity-Sensor? Haben wir auch noch nicht genutzt, ne? Liquid Fuel, wir haben ja die XL Liquid Tanks, die wir theoretisch bauen können und sowas, ne? Können wir mal machen. Ist das anstrengend? Ich sag's euch. Haben wir jetzt die Repeater geholt? Ja, gut. Gehen wir nach oben. Glaube ich von da aus schneller. Also nicht von hier aus, aber ihr wisst, was ich meine mit dem Verkabeln. Das Terminal oben ist, können wir klein. Peter an die Stelle setzen, wo wir brauchen. Zwar von. Nein! Ich Idiot. Ich hab dir selbst gesagt, das geht. Rechts klickt, das ist nach losgelöst, nehme ich an. Und genau, Dankeschön. Jetzt T. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und. Das müsste jetzt funktionieren, genau. Hier müssen wir 9 setzen. Habe ich jetzt eigentlich gerade sinnloses eingenommen? Durch meinen Sprung? Da war doch gerade irgendein Item-Blob-Blob, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Gut möglich. Und mein Handy.
Bin gleich wieder da.
So, jetzt können wir weitermachen. 40 Minuten Unterbrechung. Eines sehr interessanten Telefonats. Wo war ich stehen geblieben? Die Repeat, habe ich die jetzt alle hier verkapselt oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt etwas doof. Also, das war der und die mussten wir hier überall dran. Genau, 1, 2, 3, 5, 6 hatten wir, also nächste Stufe. Die hat man gerade noch schnell fertig gemacht, genau. Ein sehr, sehr interessantes Telefonat, das meine Laune durchaus wieder hebt. Das war... All der Aufwand über die Jahre scheint sich wohl doch so langsam ins Positive zu verkehren. Nun gut. Vielleicht werde ich die Folge schneiden, das ist genug Zeit, um nochmal kurz drüber nachzudenken, was ich gerade gehört habe. Interessant, interessant, interessant. Jetzt hätte ich fast die Kühlschränke miteinander verkabelt. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen was falsch mache, nur weil ich nicht aufpasse oder so. Sind hier nochmal Schluss, genau. Jetzt müssen wir das Ding natürlich auch noch nach oben verkabeln. Und zwar jeden einzelnen von den Dingern. Oh Gott, und den dann auch noch, den haben wir nämlich vergessen. Den zweiten. Oder den da, egal. Geht das soweit? Nein, geht's nicht. Dann von hier nach. Ist der jetzt komplett ab oder was? Okay, dann von. Blau. Ne, von rot nach blau müssen wir jetzt, ne? Das hatten wir ja schon. Von rot nach. Moment, habe ich die jetzt hier mit verkabelt? Ja, von hier nach. Rot nach blau. Hoffentlich funktioniert das so. Für das Terminal meine ich. Von rot nach hopp, 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 blau. Das ist das untere. Dankeschön. Von hier nach rot nach. Hier ist keiner. War nicht schlecht. Ah hier, deshalb. Blau habe ich gesagt. Moment, das ist doch ein Peter. Hier. T. Blau nach. Zack. Rot. Na also, ob das dann so funktioniert, wissen wir nicht. Das heißt, die nächste Folge wird jetzt gleich mal ein bisschen verzögert. Können wir nochmal, der Repeater hier von rot nach blau, komm schon. Jawohl. Und da an diesen Kühlschränken nirgendwo was drin. Wir gehen aber mal runter und machen ganz unten irgendwas rein. Oder hier oder da oder irgendwas. Entschuldigung. Nehmen uns einen Repeater. Hauen den hier rein. In diesen Footlocker. Not sponsored. Gut, dass ich das nicht hier weiterlaufen lassen hier. Wer weiß, wie viele Diamanten in der Zwischenzeit entstanden werden. Mist, verdammt. So, die Dings da, Harvester müssen wir noch reinhauen. Und dann haben wir das Problem auch gelöst. Ah, ich hab's befürchtet, das nimmt der nicht. Weil der, die, wieso nimmt der die Link? Ja. Aber wieso nicht? Weil das Terminal einfach zu weit weg ist, ne? Scheißdreck. Also wenn wir das Terminal umstellen müssen, in die Mitte von den Dingern. Das habe ich befürchtet. Genau das wollte ich nach Möglichkeit verhindern. Ja, komm her. Damit sind wir kaum noch. 1, 2, 3. Hier muss rein. So. Den brauchen wir oben dann nicht mehr logischerweise. Und der hat sich weggegrabt. Nochmal. Ein Terminal. Hier hin. Kommen wir da überhaupt rein? Ja. Und jetzt wird's lustig. Hier das Terminal brauchen wir nicht, das können wir direkt anschließen. So. Je mehr Geräte direkt verbunden sind, umso weniger Probleme haben wir niemand. Oder der hat ein Maximum an Verbindungsdingern, das kann auch sein. Und das blaue. Wo ist denn der Terminalanschluss? Meine Güte, sieht man ja gar nicht mehr. Blau kann jetzt nach das rote Ding da oben. Das ist hier richtig. Nein, das war der falsche Schacht. Ich will die da oben die nochmal verkabeln. Also der hier. Zack. Wo ist denn hier der? Hier. T, also von. Lass das. Rot nach blau. Jetzt von ganz oben auch noch. Wenn da einer dran ist, wenn ich versetze ich den. Ah, der ist wieder ganz oben, oder? Nee, hier wurde auch kein Ast gesetzt, oder? T, welcher bist du?
Was für ein Repeater ist das jetzt? Hier auf den Etagen gibt es doch gar keinen Repeater, ne? Das ist doch nur für die Dinger. Moment, wo bist du? Du bist. Ah, scheiße, du bist der für die. Nein, 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 doof, doof, doof. Du sendest an die Wire. Von da oben. Den hier reinsetzen. So oben drüber. In die Mitte. Bitte in die Mitte. T. Rot nach blau, blau nach rot. Ich weiß, das ist jetzt gerade etwas und so. Und wird wahrscheinlich gar nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, aber wir werden sehen. Blau, und dann haben wir die Etage angeschlossen und der ist angeschlossen und da unten müssen wir noch ein paar Terminals finden. Die vorzugsweise auch mit angeschlossen, genau, von Rot nach Terminal, fertig. Wie sieht das hier aus? Ja, die müssten jetzt alle an, ich habe keine Ahnung, ob da was jemals drin sein wird, aber gucken wir, ich gebe dir mal einen Repeater, bitte. Und irgendwas zeigen die uns jetzt vielleicht an oder nicht hier in den Terminal, das wir niemals benutzen werden, aber funktioniert, gut, Thema gelöst. T. Wo war das Ding, das hier rüber zeigt? Das ist zu weit, das sind die Fahrstühle, das nehme ich mal nicht. Und das ist jetzt verbunden. Das heißt, wir könnten da drüben theoretisch. Können wir da drüben ein Terminal anschließen? Ich habe keine Ahnung. Zum Spaß und der Freude machen wir mal hier irgendeinen witzlichen Poison rein. Fertig. Jetzt werden wir gleich mitkriegen, ob wir den finden. 40 Minuten Anruf, meine Güte. Und dann hauen wir den mal hier rein. Geben wir mal kurz ein Terminal. Dann nehmen Rot nach Blau. Ne, ist zu weit weg, ne? Okay, aber war ein Versuch wert. In jedem Fall kann, was auch immer hier drüben landet, weitergeleitet werden. Wenn nicht, setze ich auf jede Etage hier so ein Ding oder so. Ich habe Zwischenstufen, ist mir auch egal. Hier kann ein Advents-10-Lab rein und gut ist. Was ist hier noch? Das ist von die von unten. Ne, hier soll es nicht rein. Und trotzdem Repeater hinsetzen. Überlegen uns kurz eine Farbgebung. Da oben die Seeds, blau, braun, was auch immer. Okay, also müssen wir in der Mitte irgendwo noch einen rein. Kann mir egal sein. 1, 2, 3, 4, 5, hier rein. Ungünstig, aber egal. Irgendwo muss er hin. Du fütterst von da. Funktioniert das so? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Irgendwann werden wir sehen. Nur E drücken, nicht anhängen. Das Blau. Und dann landen alle Dinger da rein. Alle Seeds und Zeugs. Genau. Und jetzt können wir theoretisch anpflanzen. Machen wir das noch in dieser Folge oder mache ich erstmal meinen Krempel? Ich werde erstmal meinen Krempel machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das wird spannend mit den Seeds. Und dann gucken, ob das funktioniert. Oh Mann. Na egal. Wir werden sehen. Bis dahin. Xenaut.